Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Immer noch im dritten Fall mit dem Stil-Samurai. Und wir sind jetzt hier immer noch auf dem Studiogelände und haben jetzt hier die Assistentin Penny vor uns, mit der wir jetzt noch ein bisschen reden können, was wir auch machen werden. Zuvor muss ich allerdings eine kleine Warnung abgeben. Es könnte sein, dass meine Stimmen heute nicht so genial werden, weil ich immer noch ganz, ganz leicht erkältet bin und deswegen meine Stimme leicht angeschlagen ist. Also wenn ich heute irgendwie dann vielleicht auch sogar husten muss durch ein paar Stimmenverstellungen, wenn hinterher zu viel kommen sollte, seht es mir nach. Es ist halt leider so. Naja, reden wir erstmal mit ihr. Erzähl mal was zu den Studios. Nun, wie läuft's so mit den Studios? Die Polizei marschiert überall herum. Es ist furchtbar. Sie lassen mich nicht einmal aufräumen. Wollen nicht, dass ich Beweise vernichte. Aber nicht einmal unsere Teller... Teiler. Genau, was sind Teiler? Nein, unsere Teller vom Mittagessen am Mordtag aufgeräumt. Sie meinen die Teller mit den Steakknochen, die noch immer im Personalbereich stehen? Genau. Können Sie sich das vorstellen? Ehrlich gesagt, ja. Ich meine, ich habe da auch ein paar Informationen drüber gefunden, die jetzt nicht so wertvoll sind, aber es sind Informationen. Was weißt du denn über den jungen Fan? Schleichen sich oft junge Fans hier rein? Nun, ich denke, da gibt es nicht allzu viele, aber einen bestimmten sehe ich öfter. Er gafft immer bei den Dreharbeiten oder macht Fotos. Sie sollten mal die Augen der alten Schwätzerin sehen, wenn sie ihn da entdeckt. Ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Allerdings tut sie sich etwas schwer, ihn zu fassen. Tja, sie ist halt schon alt, ne? Der Regisseur, unter anderem. Oder und andere, was weiß ich. Ich habe heute beim Prozess etwas gehört. Der Regisseur und die Produzentin sollen am Mordtag hier gewesen sein. Oh, tut mir leid. Ich war im Requisitenlager, deswegen habe ich sie nicht gesehen. Allerdings glaube ich, dass sie hier waren. Die Studioleitung war sehr darauf bedacht, dass wir den Mund halten. Also sie haben versucht, den Regisseur zu decken? Wohl eher die Produzentin. Die Produzentin ist der wahre Star hier. Sie hat diese Studios vor dem drohenden Untergang gerettet und sie am Leben erhalten. Ich glaube, wir wären nicht mehr im Geschäft, wäre diese Produzentin nicht gewesen. Okay. Die Produzentin, hä? Dieses Hä hat mich gerade so erinnert irgendwie an diesen Film Willkommen bei den Stees. Narbenzipfel, hä? Jeder, der auf Komödien steht, dem kann ich nur mal diesen Film wärmstens empfehlen. Ich habe ihn damals mit der Schule im Kino gesehen und ich war begeistert, dass die Schule mit uns in so einen geilen Film gegangen ist. Echt, ey, das werde ich nie vergessen. Habe ich noch was zum Präsentieren für dich, Schätzelein? Ich weiß nicht, ob ich ihr das Foto überhaupt schon mal gezeigt habe. Ich mache es einfach mal. Was weißt du darüber? Können Sie sich das hier mal kurz anschauen? Das ist Herr Powers. Nein, das ist er nicht! Ah, Mädchen! Das darfst du nicht sagen! Warum zieht er sein Bein so nach? Was soll das überhaupt sein? Scheint so, als wüsste sie nichts von dem Foto oder der Verletzung am Morgen. Schon gut. Speer. Sagen Sie mal, Sie sind doch für die Requisiten zuständig. Zu dieser Mordwaffe. Sie meinen den Samurai-Speer? Ja, das ist eine Attrappe, aber er ist trotzdem ziemlich schwer. Und spitz, denke ich mal, auch. Ich hasse es, das Ding rumzuschleppen. Also müsste man ganz schön kräftig sein, um ihn als Waffe zu verwenden. Warum ist Herr Powers der einzige Mitarbeiter, der mir da in den Sinn kommt? Phoenix, bitte, Nick, tu es nicht. Denk jetzt nicht das Gleiche. Ich meine, zum Plan, was solltest du mir da schon groß erzählen? Aber ich tue es einfach mal, just for fun. Ich bin mir nicht sicher... Achso, Quatsch, das sagt sie ja. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Tut mir leid. Das ist ein Plan. Also das solltest du schon wissen, Mädchen. Wenn du das nicht weißt, dann... dann tut es mir leid. Autopsiebericht, was sagst du dazu? Das ist ein Autopsiebericht. Mädel, wo hast du deine Schulausbildung gemacht? Weißt du überhaupt irgendwas? Was sagst du zum Kartenschlüssel? Wow, sie haben einem Anwalt einen dieser Kartenschlüssel gegeben? Ja. Nun, ich habe ihn mir sozusagen ausgeliehen. Verstehe. Verlieren Sie den bloß nicht. Mit den Kartenschlüsseln verstehen die hier keinen Spaß.
Ich denke, die passen hier gut auf, dass Leute von draußen nicht rein, nichts bekommen. Ah! Danke, ich werde darauf aufpassen. Wer sich übrigens wundert, warum ich heute schon aufnehme, obwohl ich noch leicht angekältet bin, das liegt einfach daran, dass ich wirklich keine Parts mehr habe. Deswegen, ich muss einfach dringend aufnehmen. Ich habe auch so gedacht, so, nee, lieber nicht. Jedenfalls nicht Phoenix White, wo ich so viel mit Stimmen arbeiten muss, aber es geht nun mal nicht anders. Wo soll ich jetzt denn als nächstes nur hin? Ich habe keine Ahnung. Oder warte mal. Wenn ich jetzt etwas untersuche, sagt sie was dazu? Vielleicht kriege ich dann dadurch mehr Informationen? Hauptschuss in den Studios. Wahrscheinlich ist dort... Was? Wahrscheinlich ist dort ein Polizist auf Streife. Ach echt? Oder meine dicke Gammschuhe damit? Egal. Anscheinend sagt sie nichts zu den Sachen, die wir hier so rausfinden. Gehen wir nochmal zur Strafanstalt, würde ich sagen. Ah. 18. Oktober. Strafanstalt, Besucherraum. Ach, Herr Wright. Danke für das vorhin. Wofür denn? Kein Fragezeichen. Wir hatten Glück, um ehrlich zu sein. Das kann man wohl sagen. Lieber nicht. Nun, VP, haben Sie irgendwelche Hinweise, die uns auf die richtige Fährte bringen? Nö. Nein, tut mir leid. Sagen Sie uns unbedingt alles, was Ihnen einfällt, egal wie unwichtig es Ihnen erscheint. Wir können uns nicht darauf verlassen, morgen wieder Glück zu haben. Ist echt so. Ja. Der junge Fan. Schleichen sich öfters kleine Fans in die Studios? Nein, nicht, dass ich wüsste. Diese Wachfrau ist ziemlich streng zu ihnen. Aber sie hat nicht heute ausgesagt, dass sie oft dort herumhängen. Die Kids lieben den Stil Samurai wirklich über alles. Sie schleichen sich vorbei, wenn sie nicht aufpasst, nehme ich an. Okay, Regisseur? War der Regisseur bei der Probe am Morgen anwesend? Ja, war er. Hilfe. Er gab Anweisungen, wie sich der Stil-Samurai und der böse Richter bewegen sollen. Ja, was ein Regisseur halt so macht, ne? Warum haben Sie das nicht schon früher erwähnt? Weil das logisch ist, Fragezeichen, Ausrufezeichen? Tja, nun, das Studio hat uns gebeten, nichts zu sagen. Das hat doch mit dieser Sache nichts zu tun. Ich sage es nur ungern nochmal, aber Nick kommt gerade frisch von der Uni. Wenn er verliert, dann richtig. Ich verstehe. Es tut mir leid. Auf welcher Seite steht sie eigentlich? So nach dem Motto, sie könnte ruhig mehr Vertrauen in uns haben. Das stimmt. Sonst verheimlichen sie uns aber nichts, oder doch? Nein, das möchte ich doch nicht hoffen. Okay. Was sagst du denn zum Foto? Bezüglich dieses Fotos. Ja? Das sind wirklich absolut tatsächlich nicht sie, oder? Genau. Ich habe während der ganzen Zeit in meiner Umkleide geschlafen, ehrlich. Aber wer hätte das Kostüm sonst tragen können? Ihr Kostüm war doch in ihrer Umkleide? Ja. Ich denke, jemand hat sich reingeschlichen und es geklaut, während ich schlief. Aber wer? Eine verdammt gute Frage. Was so schwer? Bezüglich der Tatwaffe. Ja? Oh, guck mal, der guckt da gleich böse. Hilfe, Junge, alles gut. Friss mich nicht. Ist er schwer, dieser Speer? Ja, er ist ziemlich massiv. Ich glaube nicht, dass eine Durchschnittsperson effektiv damit herumwirbeln könnte. Und dieser Speer ist bei der Probe am Morgen gebrochen, oder so? Ach ja, ich habe bei einem Tritt daneben gehauen, verstehen Sie? Dabei ist mir der Speer zerbrochen. Die Wachfrau hat ihn mir aber gleich wieder repariert. Mit Klebeband, wir haben davon gehört. Tja. Hast du noch was Interessantes zum Plan zu sagen? Entschuldigen Sie bitte. Danke, dass Sie mir das gezeigt haben, was auch immer das ist. Ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Tut mir leid. Alles gut. Was für Schlüssel? Wir haben diesen Kartenschlüssel in Ihrer Umkleide gefunden. Ach, das ist meiner, ja. Können Leute außerhalb der Studios an diese Karten gelangen? Ich glaube nicht.
Selbst ich muss die Karte wieder zurückgeben. Nach dem Abdrehen der Folge, versteht sich. Ja, dazu weiß er nichts, war klar. Bla bla bla. Ja, schnief. Okay, dann gehen wir wieder. Tschö. Danke fürs Helfen. Wir gehen nochmal zu den Studios. Mit dir kann ich ja nichts mehr wirklich bereden. Es ist alles gesagt worden, ja. Alles klar, dann müssen wir uns, glaube ich, jetzt bewegen. Zum Personalbereich, würde ich mal sagen. Oder? Och komm schon, passiert hier denn nichts? Kommt hier kein junger Fan jetzt irgendwie aus dem Schacht oder so? Oh, warum denn nicht? Nochmal in die Umkleide vielleicht. Ah! Ah! What the fuck? Nee, also, what the fuck? Was seid ihr denn für Figuren? LMAO. What the fuck, Igitt, wer ist das denn? Wir... Moment, Sie zuerst. Wer sind Sie? Sie sehen ziemlich verdächtig aus. Wie auch immer. Manella, was ist das für ein Name? Wie kann es sein, dass Sie den großen Saal Manella nicht erkennen? Ich mache die L33T-Shows. Der Stil-Samurai, mein Baby. LDFK, liest die Filmkritiken. Wirklich? Sie sind der Salmonella? Es tut mir so leid. Sie haben so ausgesehen. Es tut mir leid. Nein, nein, ist schon okay. Wirklich, das ist in Ordnung, Roffel. Was ist los? Wissen Sie, bei näherer Betrachtung... Ja, heiß, heiß, heiß. Igitt ist der Typ ekelhaft. Schau nicht so auf Marias Brüste. Hey, machen Sie viel Cosplay? Denn dieses Kostüm... Roxoris, was? Hey, Sie geifern ja. Hä? Lol, Puffer übergelaufen. Wir haben meine KR34T1V3 Kraft angeregt. Ja, ja, jetzt kommt's mir. Rosa Prinzessin. Ach du Scheiße. Auf Stil Samurai folgt Rosa Prinzessin, Kriegerin aus Little Old Tokyo. LMAO. Oh mein Gott. Rosa Prinzessin? Warum muss es Little Old Tokyo sein? Warum kann es kein cooler Name wie Neo Old Tokyo sein? Maya, wir müssen uns wirklich mal unterhalten, was cool ist. Oh mein Gott, was sagt die Zeit? Ich bin hier weg. Geht noch. Reden wir mal mit diesem schrecklich ekelhaften Typen. Ja, viel können wir eh nicht mit ihm besprechen. Tag des Verbrechens. Haben Sie am Tag des Mordes irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Ach, jetzt weiß ich, wer ihr Figuren seid. Diese Wachfrau hat Ihnen von uns erzählt, hä? Genau. Es war ein ganz normaler Tag. Am Morgen war die Probe für eine Action-Szene. Dann ab Mittag ein Meeting im Wohnwagen von Studio 2. Hey, ich hatte so viel zu tun, dass ich nicht mal das Mittagessen essen konnte. Trauriger Smiley. Ein T-Bone Steak, nicht wahr? Ja, ich hasse es, kein Essen zu bekommen. Nick, was heißt Klumpatsch? Keine Ahnung. Jedenfalls war ich von 12 bis 16 Uhr in einem Meeting. Mit der Produzentin und einigen hohen Tieren vom Sender. Herr Hammers Todeszeitpunkt wurde auf 14.30 Uhr geschätzt. Wenn er die Wahrheit sagt, hat er durch dieses Meeting ein Alibi. Ah, jetzt kommt mehr, der Produzent. Zu der Produzentin, mit der Sie im Meeting waren. Ach, Sie meinen die, was geht? Die ist ein Genie. Krass, grandiose Fähigkeiten, aber unheimlich. Sie hat die Studios wieder auf die Beine gebracht, als sie schon fast am Ende waren. Sie hat es mir ermöglicht, den Stil-Samurai zu produzieren. Sie haben ein Meeting mit ihr am Tag des Mordes, stimmt das? Ja, wir waren die ganze Zeit zusammen, von 12 bis 16 Uhr. Okay, die hohen Tiere. So, sind es hier seine Haare oder trägt er hier so eine Art Zahnspange noch wirklich? Ich glaube, das sind seine Haare, ne? Trotzdem, der Typ ist durch und durch ekelhaft. Naja. Wer genau sind eigentlich diese hohen Tiere, die immer wieder erwähnt werden?
Ach, der Boss vom Sender drüben und Sponsoren. Und auch Leute aus der Produktion. Wir sind in eine Limousine gestiegen und waren gegen Mittag hier. Große Spannung. Waren alle von Ihnen ständig mit Ihnen zusammen? Nun ja, leider. Das sind alles grauhaarige Opas. Klingt, als wären sie alle zuverlässige Zeugen. So ein Scheiß. Ich zeig dir mal noch was Schönes. Hier, was sagst du denn zu diesem Foto? Das ist doch voll verdächtig. Würden Sie auch sagen, dass es Will Powers ist? Das ist VP, stimmt's? Woher wissen Sie das? Nun sehen Sie, er zieht offensichtlich seinen Fuß nach. Ach ja, der Regisseur weiß von der Verletzung. Er war ja dabei. Ich versuche nicht so sehr auf Dinge zu achten, die mich nicht interessieren. Warum starren Sie mich so an? Oh, arme kleine Maya. Sagst du noch was zum Kartenschlüssel? Zum Glück nicht. Ist vielleicht auch besser so. Ich gehe dann mal wieder. Du machst mir irgendwie Angst, du ekliger Typ. Tschö. Ah, Hilfe. Ich frage mich allerdings, wo ich jetzt hingehen soll. Obwohl, warte mal. Nein, ich sollte ihn noch mehr befragen, ihm noch die anderen Sachen zeigen. Reden an sich kann ich nicht mit ihm. Das ist einfach hier nichts mehr. Ich zeige immer noch die anderen Sachen, weil könnte irgendwas dabei sein. Nein. Maya, sei nicht traurig. Alles gut, der Typ ist scheiße. Was gibt's hierzu, hä? Nein, auch nichts. Okay. Alles klar, tschö. Dann gehe ich doch mal. War ja dann doch richtig. Kann ich mit dir jetzt was Neues bereden, wo ich den Regisseur kennengelernt habe? Fragezeichen. Nein, scheinbar nicht. Scheiße. Ach ja, zu den Studios könnte ich nochmal gehen. Wenn es da was Neues geben sollte, was ich aber nicht glaube. Studio 1. Hier ist nichts. Alles klar. Gut, dann bewegen wir uns noch einmal zu Studio 2. Ah, hier passiert was Tolles Neues. 18. Oktober. Eingang Studio 2. Juhu, ich weiß, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, das ist dann auch ein guter Punkt, um einen Cut zu setzen, denn die Zeit ist rum. Und, ja, ich hoffe, ihr habt den Regisseur nicht zu scheiße gesprochen. Ich weiß, das habe ich gerade sehr seltsam gemacht, aber, ich weiß nicht, bei dem Typ ist mir das einfach so direkt eingefallen. Also, ich hoffe, ihr hattet... Es kann nicht mehr reden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Und wir sehen und hören uns hier beim nächsten Mal dann hoffentlich auch alle wieder. Bis dann, macht's gut. Hinterlasst mir wie immer eine Bewertung und einen Kommentar. Das fände ich wunderbar. Bis zum nächsten Mal, eure Vampi. Ciao.